Aber, wie gesagt, schön, dass es Gebiete gibt, die am Anfang noch sehr stark sind. Also ich denke, mit einer richtig fein getunten Gruppe und der richtigen Ausrüstung könnte man sogar das da schaffen. Wobei drei Gruppen an Gegnern doch ganz schön happig ist. Also es waren ja zwei Speerwerfergruppen und eine Banshee-Gruppe. Und wir hatten bei den Banshees schon Probleme. Aber ich denke mal nicht, dass meine Gruppe ideal ist. Aber ja, solche Herausforderungen sind gerade das Schöne dran. Aber nicht jetzt, nicht für uns. Wir gehen jetzt. Wo gehen wir jetzt hin? Elementarschmiede? Ich hätte eigentlich ganz gerne den Rest ein Fitzel an Stufenaufstieg. Damit wir uns die Dunkelmagie-Sprüche holen können und nach Fallen suchen. Und so noch ein bisschen was an Loot zusammenbekommen und danach erst zur Elementarschmiede. Aber hier gibt es nichts mehr, wo wir noch töten können. Es gibt uns den Drachen, es gibt uns den Troll, aber ich. Nee, nee, die sind nicht so wirklich unsere Liga gerade. Ja, nee, gut, dann halt hier rein. I'm happy to see you again, my friends. What news do you bring? Beförderung zum Paladin? We're here to help. Neuer Auftrag. Ihr wollt also ein Paladin Elras werden? Als amtierender Statthalter der Eggenhalbinsel und Paladin kann ich euch in den Orden einführen. Doch zuerst wollen wir feststellen, ob ihr des Titels würdig seid. Nicht weit von hier liegen die Ruinen eines alten Shantiri-Dorfes. In den Ruinen spukt es bekanntermaßen. Da waren wir gerade. Im Laufe der Jahre haben viele Priester und Inquisitoren versucht, die Ruinen mit einem Exorzismus von den Geistern zu befreien, doch ohne Erfolg. Die Geister sind immer zurückgekehrt. Daher glaubt man allgemein, dass die Ruinen verflucht seien. Ihr müsst einen Weg finden, die in den Ruinen spukenden Geister ein für alle Mal zu besänftigen. Wenn euch das gelingt, habt ihr euch den Titel Paladin redlich verdient. Also wenn es Inquisitoren und so nicht schaffen, warum sollte es denn jemand schaffen, der noch nicht mal ein Paladin ist? Das ist irgendwie eine komische Logik. Aber na gut, das werden wir auch aufschieben müssen. Meister im Schwert brauchen wir auch noch nicht. Meister im Schild brauchen wir auch nicht. Wir brauchen einen Experte im Schild. Auftrag der Zirkus. Achso, das war nur so ein Fake-Auftrag. Und ja, begebt euch zur Schmiedelemente. Zack. Und dann gucken wir mal, wie schwer das da ist. Aber da es eigentlich der nächste logische Schritt ist, wo man hingeht, dürfte es nicht allzu schwer sein. Also bei weitem nicht so schwer wie die Banshees und die Speerwerfer da. So, rein. Und hier drin wurde es jetzt richtig abgefahren. Mit diesen Elementarkammern und Funkel und was weiß ich. Und Gegner müssten die Elfen gewesen sein. Wurde uns ja auch berichtet, dass die Elfen... Oh. Hier eingefallen wären. Blitz. Jo. Ziemlich easy soweit. Fritz. Na komm. Hey. Ihr wollt doch keine Mana verschwenden. So, weg. Großer Lebenstrank, mittlerer Mannentrank. Das ist schon mal gut. Und hier sind bestimmt überall Geheimnisse, die ich nicht sehen kann. Hätte den Dunkelzauber da echt früher holen sollen. Tür, die man nicht öffnen kann. Das sollte mal markiert werden, ne? Huh? So. Tür scheint anders gesteuert zu werden. Oh. Hallo. Hallo. Rüstung. Feuerball. Ritzel. Noch ein Feuerball. Kaputt. Kaputt. Und jetzt du noch. Das und das und... tot. Du. Werte sind gerade wieder modifiziert durch das da, ne? Ja, Macht, Glück, Wahrnehmung. Ist
muss kurz warten, aber wir können das Buch mitnehmen. Wir können Dunkelmagie lernen, jedenfalls auf Anfänger. Und wir können Primärmagie jetzt steigern, richtig? Damit wir diesen Schutz gegen alles und so weiter erhöhen. Momentan ist es plus 4 gegen alles. Bestätigen wir mal ganz kurz. Immer noch plus 4 gegen alles. Aber ihr Modifikator müsste jetzt ein anderer sein. Genau, Primär 1,9. Wahrscheinlich ab 2 verändert sich das. Luft hat sie 2,5. So, noch eine Tür, wo wir einen Schlüssel brauchen. Ich bin jetzt hin und her gerissen. Machen wir hier drin jetzt weiter? Oder laufen wir in die Stadt zurück, holen die Zauber und gehen die ganzen alten Dungeons an? Also erstmal schlafen wir. So. Ich glaube, wir gucken hier noch kurz ein bisschen weiter rein, weil wirklich schwer war es bisher nicht. Das heißt, wir können auch noch ein, zwei Stufenanstiege vielleicht so abstauben. Und die Geheimnisse laufen ja auch nicht weg. Ich denke nicht, dass ich das vergesse. Also ich vergesse öfters mal was, aber ne? Beute, Loot und Kisten. Oh, Elite-Meuchler. Okay, ich habe nichts gesagt. Vielleicht ist es doch etwas schwerer hier drin. Schild. Feuerball. Wurzel. Witzel. Schild. Und weg. So, Stufenaufstieg für den Rest. Und jetzt müssten wir eigentlich genug haben für unseren Tagebucheintrag, oder? Ja. Das heißt, wir sollten keine neuen Gegner jetzt kennenlernen, weil sonst werden die wieder verbuggt und zählen nicht mit rein. Ja gut, okay. Raus hier. Ignoriert alles, was ich eben gesagt habe. Wir gehen jetzt zurück in die Stadt, holen uns den Zauber, gehen in die alten Dinge rein. Hol da alle Geheimnisse und alle Beute. Und komm dann erst wieder hier hin. Damit wir nicht jetzt noch irgendwas in dem einen Questlog da verbuggen. Auch wenn es halt nicht 100% sicher ist, dass es wirklich verbuggt ist, aber es sieht für mich danach aus. Weil sonst hätte er ja von vornherein sagen müssen, als wir die Quest bekommen haben, aha, ihr habt ja schon 5 davon. Kritzel, kritzel, kritzel. 5 von 10. Hat er nicht. So, du, wir würden gerne weg. Jo. Und dann in die Stadt. Und bevor wir in die Stadt gehen, klicken wir noch einmal unseren Buff weg. Damit wir einen ordentlichen Stufenaufstieg machen können. Bei allen. Also ohne, dass die Werte irgendwie modifiziert sind. Das ist doch ein wenig verwirrend. Genau. Nee, ich höre nichts. So, klicken wir die einfach mal weg. Ja, beenden. Wir hätten gerne mehr Vitalität, Wahrnehmung, Macht. Wobei Macht ist... Wahrnehmung braucht er auf jeden Fall, weil er trifft nie mit seinem, mit seinen Angriffen, wenn er immer haut. Maximales Mana wird auch fast Sinn machen, weil er in jedem Kampf eigentlich durchgehend das da zaubert. Ne, es muss so hinhauen. Fähigkeiten. Licht. Also wir hatten gesagt, jeden Stufenaufstieg ein auf Kriegsführung. Jetzt machen wir auf jeden Stufenaufstieg mindestens ein auf Lichtmagie. Damit er demnächst den Expertenrang bekommen kann und die kleine Heilung hat. Dazu noch Mystik. Oh, warte mal, dazu noch Luftmagie. Damit er sich einen Windstoßzauber kaufen kann oder bekommt ihn sofort. Eher den Zauber Windstoß. Nee, gut. Das heißt, er hat jetzt Windstoß und kann dann ähnlich damit rumtricksen, wie Talana das gerade bei den Banshees gemacht hat. Wenn er gerade mal nicht den Lichtzauber da sprechen muss. Ja, das klingt gut soweit. Trick. Du. Verteilst das mal gleichmäßig.
Feuer, Feuer, Feuer. Feuer geht leider nicht. Mystik geht auch nicht. Magischen Fokus willst du nicht rumlaufen. Das sieht doch doof aus. Ja, magischer Fokus kannst du halt Meister werden. Speer nicht. Und Speer gibt nicht Crit-Chance auf Zauber. Also ja, du musst den Fokus lernen. Es tut mir leid, Derek. Alle drei müssen Foki in der Hand haben. Das sieht ein bisschen peinlich aus, aber es muss sein, Derek. Sie können damit später auch Nahkampfschaden machen, falls wir auf Gegner treffen, die halt nur von Nahkampfwaffen Schaden nehmen. Aber es wird weniger sein als beim Speer oder Streitkolben. Euer Schaden durch magische Fokus steigert sich um 400% des normalen Schadens. Ja, okay. Das ist ein Argument. Das ist ein sehr gutes Argument. Das schalten wir auch nochmal frei. Man konnte zwei magische Fokus nehmen, ne? Ihr könnt beidhändige magische Fokus. Achso, ein Stäbe, ja. Also bringt es nichts, Schild zu trainieren. Schade, schade. Noch irgendwas. Also gerade so wie bei Gerogon eben gerade, dass wir einfach nur einen Punkt reingesetzt haben, damit wir einen Spruch zur Verfügung haben und alle Basissprüche. Gibt es dafür noch irgendwas, was für Tirek interessant wäre? Zum Beispiel ein Heilzauber, aber der gibt es erst ab Lichtexpertenrang. Erdmagie, er könnte Regeneration lernen. Aber die wird nicht viel bringen. Sie ist eigentlich fast immer wach. Haken ist halt fast immer. Doch, mache ich. Bestätigen. Das heißt, Tiri kann sich gleich Regeneration kaufen. Du... Das. Bestätigen. Du. Magie dezent im Vorsprung gerade. So. Weg damit. Da. Erdmagie, bitte auf fast Meisterrang. Mystik, bist du schon hoch? Da ist der Fokus. Ja komm, steiger du jetzt mal den Fokus hoch genug. Dass du denn die Erste bist, die das auf Experte bringt. Gut, Stufenanstieg ist durch. Wir gehen jetzt zurück in die Stadt, kaufen die ganzen Zaubersprüche. Also die dunkle für sie, den Regenerationsspruch für ihn. Für dich können wir den Windstoß schon mal rausziehen. So. Und dann passt das. Dann gehen wir in der Stadt in die Spinnenhöhle, suchen da nach Geheimnissen. Gehen danach in den Leuchtturm, sucht nach Geheimnissen. Gehen in die Räuberhöhle, sucht nach Geheimnissen. Gehen in die mysteriöse Krypta, sucht nach Geheimnissen. Und dann können wir in die Schmiede. Oh, und vorher gehen wir natürlich noch zu dem Quest-NPC hier in der Stadt. Die Aufgabe abgeben und eventuell eine Folgeaufgabe abholen. Sehr gut. Tipp, 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 tipp. Hier rein. Was genau wollten wir eigentlich hier? Schlafen? Ja komm, schlafen wir. Weil, Essen kaufen können wir nicht. Wir haben mehr Essen, als er hier anbieten kann. Achso, zu ihm wollten wir, genau. Auftrag. Gibt keinen Folgeauftrag. Okay. Komisch. Aktualisierter Auftrag. Jetzt 20 Kreaturen. Okay, es gab doch einen automatischen Folgeauftrag. Es gab auch Erfahrungspunkte. Auch weil es nicht besonders viele waren, ist das okay. Du kannst runter. 300 Lebenskraft, das ist Hammer. Aber ja, Zaubersprüche kaufen. Und kleine Tränke kaufen. Auch wenn sie teuer sind, wir haben ein paar Charaktere, die haben nicht so viel Mana. Und da die mittleren zu benutzen, ist einfach Verschwendung. Also kaufen wir jetzt einen Stack kleinen Mana-Tränke. Handel. Genau die da. Kaufen. 10 Stück bestätigen. Weg, weg, weg. Weg, weg.
Genau, flüsternde Schatten brauchen wir nicht mehr. Die brauchen wir alle auch nicht mehr. Nö, okay. Bestimmen müssen wir gerade gar nichts, ne? Doch, das da. Alles bestimmen. Raus, raus. Gucken, was das Amulett war. Plus 5 gegen Erdmagie, 100% Schutz vor magischem Schlaf. Das kannst du doch mal anlegen. So, jetzt Zauber kaufen für Trick, Jallen und Talana. Für Jallen gar nicht, oder? Ich glaube, bei ihr hatten wir nichts freigeschaltet. So, Daumen, 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 Daumen. Daumen, 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 Daumen. Neben dem Schweinestall kaufen wir Zaubersprüche. So, Tirik, hol dir bitte Regeneration. Kaufen. 7000 Gold haben wir. Okay, hol dir auch inneres Feuer. 12 Widerstand gegen Feuermagie. Ja, hol dir auch mal das. Giftheilung brauchst du nicht. Da haben wir Jallen für und wir haben Tränke. Anwesenheit von Feinden. Nee. So, Jallen, kauf bitte Wasserabwendung. Ich hoffe mal, Wasserabwendung und das Plus 4 gegen alles deckt irgendwie in einer Form. Ist uns schade. So, Talana, jetzt das Wichtigste. Flüsternde Schatten ist gekauft. Adlerauge ist gekauft. Dunkelsicht ist gekauft. Dunkelabwendung ist gekauft. Luftabwendung ist gekauft. Alle Zaubersprüche sind gekauft. 3290 Gold haben wir noch. Das ist happig. So, darum, darum, darum. Und jetzt gucken wir hier rein.